Welcome back und willkommen zu einem weiteren WLC7-Video. Heute geht's rein in die Karriere. Mal gucken, was uns da erwartet. Karrieremodus von WRC7. Erleben Sie das Leben und den Nervenkitzel eines Rallye-Fahrers. Schneiden Sie gut ab, werden Ihnen Teams Verträge anbieten. Gewinnen Sie Rallyes und arbeiten Sie sich durch die Rallye-Kategorien, um WRC-Weltmeister zu werden. Da würde ich mal sagen, rein in die neue Karriere. Ich bin wirklich gespannt. Sie Ihre Fahrkönnen bei der Rallye-Weltmeisterschaft und steuern Sie die neuesten, stärksten, spektakulären... Oh, ich dachte, ich kann schon mal im Hintergrund alles schon mal ausfüllen. Aber ich bin wirklich gespannt, wie sich das Spiel, im Gegensatz zu dem oder zu den aktuelleren WRCs verhält. WRC 10, WRC Generations, was ja auch quasi ein kleines Upgrade ist. Mal gucken. Die ersten und aggressivsten Autos des Jahres 2017. Okay. Krassesten Autos vom Jahre 2017. Kriegen wir in Fastly Simulation. Da wir erstmal mit der Fronttriebler-Klasse starten, würde ich sagen, erstmal auf Mittel. Wir können es ja noch beliebig hochstellen. Erster Vertrag. Ja, okay. Das wird schon alles hinhauen. Ist ja eh alles das Gleiche. Auch die gleichen Rallye-Länder mit... Oh, wir haben Polen sogar noch dabei. Wow. Und Rallye-Deutschland, Polen... Für alte Leute ist es auch Rallye Deutschland. Nein, nun, ja, was nehmen wir denn? Eigentlich das Auto mit dem schönsten Design. Sieht doch schön aus. Vertrag unterschreiben? Yeah, ja. Oh, das sieht doch mal nach einer sehr knuffigen Garage aus. Hat was von so einem, so ein typischer Kleinst. So ein kleiner Rennstall. Was man ja so aus der GT4 oder aus GT3 kennt. Nun, ja, willkommen. Achten Sie im Karrieremodus auf die verschiedenen Nachrichten, die Sie erhalten. Manche davon helfen Ihnen eventuell dabei, schneller voranzukommen. Ich sehe gerade, wir haben Rack da vorne stehen. Das heißt, wir haben irgendeine gute Beziehung zur Spanien-Rallye. Weil das ist, Spanien ist ja die Rack-Rallye. Warum auch immer, ich bin da noch nicht so into it, warum, weshalb es alles so heißt. Pures Motorvergnügen. Es gibt noch viel zu tun in den ersten Wertungsprüfungen der Saison. Und wir fragen uns, ob dein Rätsel eine gute Leistung zeigen wird. Achso, das ist hier so ein bisschen Mediengedöns. Vor. Oh, so, es ist weg. Nun, was können wir hier machen? Kalender. Okay, wir fahren. Oh, wir fahren ja doch. Oh, das sieht geil aus. Also wir haben natürlich die Wertungsprüfungen. Und wie ich es im Tutorial-Video vom Spiel gesagt habe, es gibt jetzt ja nicht so viele Stages pro Land. Deshalb wird das hier alles ein bisschen recht fixer gehen. Aber gehen wir mal rein, oder? Team? Ja, Team ist ja cool. Rein. Ja, ich bin bereit. Tour de Corse, sprich Frankreich. Ja, Rallye. Corse. Das ist das Motorhome. Es ist Ihr Servicepark und die Teamzentrale. Hier können Sie Ihr Fahrzeug reparieren und das Setup des Fahrzeugs ändern. Außerdem können Sie hier Informationen über Ihr Team oder Ihren Platz in den Wertungen abfragen und zur nächsten Etappe oder Rallye gehen, die in Ihrem Kalender angesetzt ist. Worauf ich mich tatsächlich gefreut habe, ist endlich mal wieder ein anderes Menü zu sehen. Weil WRC 10 und 11, ich weiß nicht mehr, wie es bei 9 und 8 und davor war. Aber auf jeden Fall 10 und ne, Generations, in Klammern 11, hatten das 1:1 gleiche Menü. Deshalb ist hier schön, ein bisschen Abwechslung zu sehen. Route. Kann ich mir eigentlich jetzt schon wieder einprägen. Okay, wir fahren Vollgas rechts, links, Knick rechts, Knick links, Knick rechts. Oder härterer Knick rechts. Ja, das ist auch Quatsch. Medien. Im Jahr 2002 erlaubte sich Panizzi einen 360 Grad in Spanien. Das war wirklich waghalsig. Ja gut. Aber es geht ja nicht um 2002. Wir sind ja eigentlich in der Saison 2017 drin, ne? Cool, dann rein, ne?
Yes. So, wir haben noch die alte Junior WRC, das heißt Fronttriebler Power. Muss da wieder ein bisschen reinkommen. Hat ja ein WRC 10 unglaublich viel Spaß gemacht. Fronttriebler in WRC 10 fast schon spaßiger als alle anderen Klassen, weil man so Braindead um die Kurven peitschen konnte. Oh, schöne Inszenierung. Leute, die tatsächlich für was gut sind. Geht sogar weg. Das ist ja verrückt. Inszenierung jetzt schon geil. So, rein mit dem ersten. 20, rechts 4, in links 3, 60, Bodenwelle 100. Links 5, rechts 4, oh Gott. In Kuppe, in links 5, Innenhalt. Auf jeden Fall auf dem Asphalt bleiben, sonst ist kein Grip da. Spitz rechts, kurz, in links 3, über Brücke, 40, Achtung, Bremse. Rechts abbiegen, schneiden, links 4, kurz, 30. Gott. Links 3, 60, 30. Rechts 6, kurz, in links 3, 60, lang, 30. Rechts 3, 60, ja, schön Gas 30. geben, damit die Front auch rumkommen will. Oh Gott. Spitz links, verengt sich 4, rechts 4, öffnet sich. Links 1, öffnet sich, 30. Guter Bounce. Aber ich glaube, ich muss die Calls noch ein bisschen früher stellen. In links 2 und Achtung, rechts 3 in Knoten lang. Oh Gott. Oh. Aber die Bounces sind hier sehr gnädig. Rechts 5 in links 3 nicht schneiden. Und linke Schikane nicht schneiden. Im Tunnel 30. Rechts 4, in links 4, 50. Schlechter Bounce. Rein in den guten Bounce. Rechts 2, erster Sektor war grün. Wow. Abgrund. In links 3, kurz, 30. Rechts 3, kurz, innen halten. In Kuppe, in links 4, öffnet sich. Rechts 4. Links 5, spät rechts. Rechts 4, verhängt sich 3, lang, 40. Oh Gott! In links 3, sehr lang. Gas geben. Spitz rechts, über Kuppe, 30. Rechts 6, 20. Ich muss sagen, komplett hier reinkommen. In rechts 2, lang, verengt sich und spitz rechts, verengt sich 3, mit der, 30. Ja, Übersetzung vom Auto, welcher Gang ist für welche Kurve links gut 3, lang, und wie stark sind sich. Die Kurven. Und spitz links, und spitz rechts. Und natürlich schön in der Kurve Gas in geben, damit 3, nicht schneiden. Der Fronttriebler auch spitz rechts, links 5, Kurven fahren will. 3, 50. Kuppe in links 3, kurz 40. Links 4, kurz, innen halten, rechts 3, beengt sich, innen halten, in links 5, kurz, in rechts 3, kurz, in links 5, 30. Guter Bounce, yes. Oh, mittlerweile orange. Links 5, 30, rechts 6, kurz, in Haarnadel links, lang, hängt nach außen, links 5, in rechts 5. Gar nicht gut. Erster Gang ist sehr, sehr kurz. Links 5, rechts 4, verhängt sich 3, kurz, in offener Anlage rechts, in links 5, 30. Oh Gott. Spitz rechts, 40, links 5, in Knoten, 40. Rechts 5, kurz, 30, links 3, Vollbremsung, verhängt sich 1, in Knoten, 40. Oh Gott. Meter zu spät gebremst. In rechts 5, links 5, rechts 3, verengt sich und links 2, kurz. Ich muss mich wirklich noch komplett an diese Bremsleistung gewöhnen und allgemein rechts immer drei, noch 30. am Fronttriebler da sein.
Achtung! Links 3, Bremse, in rechts 1. Links 3, Bremse, verengt sich 1. In rechts 5, kurz, verengt sich 3. Links 5, in Fluten. Oh! Bremse, Fahrnadel rechts, dicht schneiden. In links 5, in rechts 5. Die Frage ist, ich war ja schon in den Settings zu Gange, aber wegen Fallhilfen habe ich nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie ABS-Traktionskontrolle haben. Da bin ich auch nicht 100% auf der Bremse. Aber es könnte auch sein, dass wir kein ABS haben. Bremse. Und dann links 30. Links 5, Bodenwelle, verengt sich, oh Gott. 50. Guter Bounce. Spitz rechts, 60. Achtung, oh Vollbremsung, rechts abbiegen, Verengung, über Brücke, 30. Links abbiegen, breiter, 30. Okay, ich kann auf jeden Fall... Und oh Gott, 6, was ist das denn für eine Brücke? 4, verengt sich, in links 3, kurz. Rechts 5, wenn ich als Autofahrer über so eine Brücke fahren müsste, die so viele Bodenwellen hat, dann würde ich mir aber auch wirklich Gedanken machen, ob ich mal vielleicht nicht eine Umleitung nehme. Absolvieren Sie Ihre erste Wertungsprüfung im Einzelbums-Modus. Gewinnen Sie eine Wertungsprüfung nur mit interner Ansicht im Einzelmodus und davor habe ich noch eine Trophäe bekommen. Nun, ja, wir können die Schwierigkeit hochstellen. Können wir es direkt machen? Oh, es geht in Replay-Modus. Wie geil ist der? Oh, der geht ja instant los. Oh. Also diese Fehlzündung hört sich sehr aggressiv an. Bam! So, dann weiter geht's. Nochmal weiter geht's. Ich will rein in die Option, denn... ich will jetzt mal was verstellen. Und zwar die Calls ein bisschen früher und... andere Calls, detailliertere Calls. Statt 1 bis 6, 1 bis 9 müsste das, glaube ich, sein. Wir kommen noch, wir brauchen erstmal einen Servicepark, sonst wird das hier nichts. Yes, X. Oh, ich kann es hier auch schon machen. Yippie. Schwierigkeit, Beifahrer, hier müssen wir rein. Detailliert. Bang. Achso, und kann ich hier auch einstellen mit spät. Zu früh? Spät. Jetzt ist die Frage, weil zu früh ist das dann, er macht früher und jetzt macht das später, ne? Gucken wir einfach mal. Rein geht's. Oh, ein bisschen der Cam. Achso, weil ich in der Replay noch in der Außencam war. 20, rechts 9, in links 4, in rechts 7, verengt sich. Und links 4, kurz, öffnet sich. Rechts 4. Natürlich musste mich jetzt neu dran gewöhnen, aber besser kurz, Bremse, direkt früh als 2, dann als. 30, ja, es rechts 7, immer schlimmer 30, wird, weil ich mich dann von das 1 bis 6 schon bei BSC 7 dran gewöhnt habe. Kurz, in links 8. Fahrnadel links dicht schneiden. 50. Fahrnadel rechts öffnet sich. 80. Bodenwelle. Ha, so viel Grip. Rechts 8. Bremse. Fahrnadel links 40. Bisschen spät. Da freut sich der Service Park. Links 4. Rechts 6. Kurz 40. Links 5, kurz, 30. Rechts 7, Bremse. Rechts 2, in rechts abbiegen, 30. Links 5, nicht schneiden. Und rechts 7, 40. Links 8, Bodenwelle. Rechts 6, nicht schneiden, 40. Rechts 6, kurz. Und links 6, 50. Oh Gott. Rechts 6 klingt schnell, aber wenn es bis 9 hoch geht, ist das eher nicht mehr so schnell. Oh, Rippschild. Links 5, sehr lang, 30.
Oh Gott, oh Gott. Rechts 6, öffnet sich. In Haarnadel rechts, 40. Haarnadel links, 30. Rechts 4, oh Gott. Kurz, 30. Ich hab Gas gegeben und das Auto hatte Formel 1 ähnliche Griffverhältnisse. Links 4, wow, das war verrückt. 40. Rechts 6, bängt sich 3, lang, innen halten. Okay, Viererkurven so im dritten Gang. In links 6, sehr lang, bängt sich 4. Sechserkurven ganz entspannt im vierten Gang. Und rechts 7, Vollbremsung, in rechts abbiegen, Verengung, öffnet sich, rechts 4. Links 5 und links 6. Oh, ist das eine hucklige Partie hier. In links 7, in rechts 3, kurz, nicht schneiden. In links 5, lang, 100, in Knoten. Links 5, 60. Rechts 3, innen halten, 30. Links 7 und links 4, 30. Links 3. Oh Gott, 3, oh Gott, 4, oh Gott. 30. Wo ist die Straße? Hier, yeah, ja. Links abbiegen, breiter, 40. Links 5. Okay, bisschen Entspannung. Kurz, 100. Sieht nach einem schnellen Sektor aus. Rechts 4, senkt sich, in links 5, innen halten, lang. Rechts 4, lang, Vollbremsung, in rechts abbiegen, senkt sich, über Brücke. In links 5, in rechts 5, kurz. Oh Gott. Links 5 und rechts 7, kurz, in Knoten, 40. Links 6, beengt sich, rechts 4, beengt sich, nicht schneiden, in links 2, kurz, in Knoten, und spick links, in Knoten. Der links 2 war schon ein bisschen, vier, spät. Kurz, in linke Schikane, 40. Rechts 5, 40. Rechts 4, nicht schneiden, 120. Wow! Rechts 3, Menschen! In links 2, kurz, nicht schneiden. 30, rechts 9, kurz, in links 4, beengt sich. Rechts 5, beengt sich. Und links 6, öffnet sich. Und rechts 6, im Tunnel, 120. Oh, oh, bisschen zu eng. Spitz links, in links 5, beengt sich. Kurz, 50, links 8, kurz, in rechts 3, kurz, in, Achtung, Anadel links. Oh. In rechts 2 und links 4, beengt Front sich. Triple Madness. In rechts 2, kurz, 50. Links abbiegen, 60, Bodenwelle. Rechts was sind denn das 30, hier für huckelbucklige Straßen? Über Kuppe, in links 3, kurz und spitz rechts, beengt sich. Rechts 4, kurz, 30. Rechts 4, kurz, 40. Achtung, rechts 4, öffnet sich, in rechts abbiegen. Und rechts 7, bremse, in links 2. In rechts 3, innen halten. Beim Lenken bremsen ist schwierig. In der Haarnadel links. Rechts 5, lang, innen halten, 30. Rechts 8, beengt sich, in links 3, beengt sich. In rechts 5, beengt sich, in links 9 und geschafft. Oh, joi. Aber manchmal, wenn man so, wenn es so aussieht, so, oh, ich krieg die Kurve überhaupt nicht. Und dann lenke ich komplett ein und gebe Vollgas und das Auto dreht auf einmal rum. Das fühlt sich an wie diese Videos, was man manchmal von diesen krassen Busfahrern sieht, wenn die so an Abgründen ne, ganz schnell, ganz tolle naja, ausholen und dann gerade noch so an Objekten vorbei, Millimeter genau vorbeifahren und dann doch noch die Kurve kriegen. Oh je, Mene. 11 Sekunden Vorsprung.
Obwohl ich mich einmal hardcore durch den Graben gekämpft habe. Aber ich glaube, wenn ich mir so das angucke unten links, 2 von 4 haben wir. Jetzt einmal nochmal Service Bug erleben und dann würde ich sagen, Leute, das reicht für heute. Kleiner Einsteiger-Stack. Hat gerade jemand im Hintergrund Axel gesagt? Axel? Haben die wirklich irgendwie Mechanikers aufgenommen? Das wäre super cool. Ja gut, reparieren wir Die mal. Wartung des Fahrzeugs ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Rallye-Sports. Sie haben ein Zeitlimit für die Reparatur von Schäden. Daher müssen Sie mit Bedacht auswählen, welche Schäden repariert werden sollen. Dabei sind übrigens auch Teilreparaturen möglich und diese Option kann bei der Aufteilung Ihrer verfügbaren Zeit nützlich sein. Okay. Das sieht cool aus. Genau. Eine Stunde, also 45 Minuten darf repariert werden. Wer darüber repariert, kriegt eine Zeitstrafe. Und man darf generell nicht mehr als eine Stunde reparieren. Nun. Okay. Aber guck mal, man sieht direkt so, oh, was ist denn hier wie sehr angefressen im Auto? Das ist schon ganz geil. Oh. Karosserie? Oh, wait. Reifen? Hab ich einen Gummihammer mit? Kann ich die Reifen runterhauen? Getriebe braucht kein Mensch. Oh, Getriebe braucht viel Platz, viel Zeit. Ja, sieht dann wieder gut aus, denke ich. Ich verstehe noch nicht ganz genau mit. Der grüne Balken zeigt mir an, wie weit ich reparieren kann, oder? Ach so, das ist voll. Das kriege ich nicht mehr hin mit der Zeit. Das ist voll, das ist voll. Das ist voll, das ist nicht voll. Lenkung ist voll, Motor ist voll. Aber das ist eine coole Inszenierung. Ist leider sehr stark, naja, programmiertechnisch vereinfacht worden in den neueren WRC-Teilen, aber das sieht ja mal geil aus. Holy moly. Aber das ist eine Umrandung nicht von einem Ford, oder? Von einem Fiesta. Ein bisschen was vor. Ist das ein Polo? Sieht ein bisschen. Könnte vielleicht dieses exakt das vom Vorgänger kopiert worden sein, wo es den Polo noch gab? I don't know. Auf jeden Fall ist das Auto repariert. Ich hoffe, der erste Eindruck hat gefallen. Also, ich muss schon sagen, ja doch, hat schon auf jeden Fall seine guten Seiten, dieses Spiel. Crashes sind, ja, werden noch mehr verzeiht. Das Auto fühlt sich schwerer an. Die Flugphysik ist nicht existent, weil, also nahezu nicht existent, im Gegensatz zu Generations, weil das Auto halt 40 Tonnen mehr wiegt. Und die Inszenierung ist geiler. Aber na gut, das reicht erstmal für heute. Von daher, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Pussy-Wertung da und ich bin nochmal raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.